Hallo Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Runde Isaac Wrath of the Lamp WOTL oder im Englischen WOTL. Ich nenne es weiterhin Isaac. Ja, das ist einfach kürzer. Und Feuer ausholen, dann geht's weiter. Ah, Herz. Ja, jetzt habe ich mal alle Herzen. Gib die mir mal, wenn ich sie brauche. Und okay, das ist jetzt gerade nicht sehr schwer. Man muss einfach aufpassen, dass man sich nicht von der Fliege trifft und nicht in die Reichweite dieser Dinger kommt. Und peng. Schlüssel. Wir könnten jetzt direkt zum Boss gehen, aber nee, ich erkunde noch schnell den Rest dieser Ebene. Irgendwie, die erste Ebene dauert in letzter Zeit immer ganz schnell, ist ja immer so. Aber irgendwie bei der zweiten Ebene verrecke ich dann. Was soll das? Also, ich möchte jetzt in dieser Runde mindestens bis zu den Caves kommen. Also, ich finde, das kann man ja wohl erwarten. Ah, na toll. Jetzt haben wir Glathany. Und, komm, feuer nur einen riesigen Laserstrahl. Bist stolz drauf, dass du das kannst, oder? Und jetzt habe ich eine Bombe gelegt. Alles nur deine Schuld. Dafür haben wir jetzt das Herz und ein zusätzliches Herz. Ja, das gefällt mir doch. Ich setze mich hier mal gerade hin, dann lege ich vielleicht auch nicht versehentlich eine Bombe. Knack, knack. Irgendwie habe ich etwas bei meinem Schreibtischstuhl mal kaputt gemacht, glaube ich. Deswegen knackt er immer, wenn ich mich umsetze. Ja, das war's dann schon mit dieser Ebene. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nein, nicht abschalten, nicht abschalten, das war nur ein Scherz. So, wen haben wir hier? Den Duke of Flies. Für dich habe ich mir was Besonderes überlegt. Zack, zack. La 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 la. Erstmal den kompletten Gegner getötet, ohne auch nur eine einzige Träne abzufeuern. Ach, bei diesen Gegnern, die dadurch punkten, dass man sie schwer treffen kann, ist das Ding einfach sowas von cool. Okay, und wen haben wir hier? Wir haben diese explodierenden Explodierviecher und die Springdinger, die ich in der letzten Aufnahme meinte. Und einen Geheimraum mit dem Pinky Eye. Keine Ahnung, was das auch immer bewirken soll. Ich gehe einfach mal da oben lang. Aha. Wenn ich das richtig gesehen habe, schießen wir jetzt zwischendurch mal vergiftete Tränen. Okay. Interessant. Ja, wir schießen zwischendurch vergiftete Tränen. Das ist auch immer witzig. Einige Gegner verrecken sowas von an den vergifteten Tränen. Andere, naja, die sind dann sowieso schon fast tot und andere kümmert das nicht im geringsten, weil die sowieso unendlich viele Leben haben. So. Erstmal vor der Bombe wegrennen, ist immer die beste Lösung. Und Spinne. 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 Ah, geschafft. Truhe. Geld. Bombe. Ich kommentiere jetzt einfach alles mit nur einem Wort. Schlüssel. Raum. Bohne. Furz. Und Verwundbarkeit. Ist mir lieber. Verdammt, jetzt habe ich mehr Wörter als eins benutzt. Egal, dann kommentiere ich nochmal weiter. Fliegen, 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 fliegen. Und noch mehr fliegen. Ach, was haben wir doch für einen schön aufgeräumten Keller. Da tummeln sich die Fliegen. So. Ach, da war das Gift jetzt wirklich nützlich. Und das Gift begann zu wirken. Aber da war er nicht zu sehen. Er verreckte in der Luft. Irgendwie hätte ich jetzt mal er und es ein bisschen passender gestalten sollen. Egal. Ich bin kein guter, was auch immer das jetzt war. So, dich kriege ich schon tot. Schon tot. Du bist jetzt schon tot? Okay. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und dich kriege ich auch tot. Und boom. Schlüssel. Und was ist in der Truhe? Oh, zwei Trollbomben. Da freut man sich doch immer. Man opfert ein ganzes Herz und dann sind da zwei ganze Trollbomben drin. Na, das ist doch mal ein super Angebot. Naja, wen werden wir denn als Boss haben? Ich tippe auf Gemini. Gemini oder
Larry Jr. Das hätte ich jetzt... Ohne Scheiß, das hätte ich als nächstes gesagt. Naja. Wir vergiften erstmal den Kopf von ihm. Ah. Am besten, habe ich gehört, ist es, wenn man das zweite Glied in seinem Körper tötet, weil nämlich hier diese einzelnen Glieder weniger Leben haben als der Kopf. Und alles, was hinter dem Glied ist, das wird automatisch auch getötet. Das bedeutet, wenn man das zweite tötet, ist der ganze Wurm weg. Naja. Wogegen, wenn man den Kopf tötet, dann fällt interessanterweise immer nur das letzte Glied ab. So. Komm schon. Ich renne einfach mal durch dich durch, wenn du mal stehen bleiben würdest. Und... ja. Ich hab's vergessen, dass ich das Ding ja auch hatte. Das gibt uns einen Range ab, oder? Hui. Warum wir auch immer einen Lippenstift brauchen für einen Range ab. Ja, wir schießen ordentlich weit. Naja, nächste Ebene. Yum, yum, yum. Ich liebe diese Musik. Selbst wenn man dazu einen Haufen... Ja, ihr wisst schon, was geschenkt bekommt. Was ist denn hier im Goldraum? Ah, Lasertränen. Also Technologie. Pium, 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 pium. Ach, wie ich dieses Ding vermisst habe. Seit wann hatten wir das nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Ach, und ich sehe gerade, wir haben es in die Caves geschafft. Komm schon. Pium, pium, pium. Gut, eigentlich ist es, glaube ich, mehr schlecht, weil es einem nichts weiter gibt als eine unendliche Range. Dafür alle folgenden, naja, Tränen-Upgrades ziemlich unnütz sind. Wir werden es sehen. Ah, die ist noch da. Und eine Münze. Ja, erstmal nächster Raum. Ich bleibe hier einfach mal stehen und feuer da wild rein. Ja, das ist die beste Methode. Komm schon, stück nach vorne. Und du auch. Und du. Für dich gehe ich extra hier hin. Das wird für euch jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht nervig sein, wenn ich einfach mal... Okay, ich kann mir vorstellen, dass das Geräusch für euch wirklich sehr nervig ist. Aber ich hoffe einfach, dass ich lauter bin als das Geräusch. Wenn nicht, so tut es mir leid. Oder vielleicht freut es euch ja, dass man mich endlich mal nicht mehr hört. Ihr denkt wahrscheinlich, ah, oh, der soll endlich die Klappe halten, der labert viel zu viel. Naja. Ich denke nicht, dass irgendwer von euch so denkt und wenn doch, dann, naja, soll er nicht sich ein LP ansehen, sondern sich vielleicht einen Trailer zu einem Spiel, da wird weniger gelabert. Außer vielleicht diesen Sommer. Ach, Quiet. Hui. Und das Ganze auch noch in einer verstärkten Form, habe ich so das Gefühl. Ja, eindeutig eine verstärkte Form. Au. Falsch ausgewichen. So, komm schon. Du dürftest machbar sein. Du bist sowieso schon fast tot. Und jetzt, komm. Hallo, wie viele Leben hast du noch? Danke. Münze und The High Priestess. Ja, das demonstriere ich am besten mal bei irgendeinem Gegner. Einfach hier. Hui, boom. Falls jemand nicht weiß, was das ist unsere Mutter. Wir haben ja in einer Folge, sind wir ja schon mal begegnet, haben leider nicht gegen sie gewonnen. Naja, wir können einfach mal ihr Bein so mitten in den Raum stampfen lassen. Im Nachhinein hätte ich mir das für den Boss aufheben sollen, aber ehrlich gesagt kämpfe ich nicht gern mit Tarotkarten. So. Und... Zaka. Was haben wir denn da unten? Die Viecher? Oh, nein. 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 Irgendwie überlebe ich sogar wirklich. Nein, ich überlebe es nicht. Schade. Hat Spaß gemacht. Okay, ich habe es überlebt. Wow. Hier lege ich einfach mal die Bombe, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Boom. Bombe. Und dann gehen wir mal in den Bossraum. Und wir haben Fistula. Ach, Fistula, Fistula, Fistula. Also ich könnte jetzt schon mein Little Unicorn benutzen, aber es wird nichts bringen, da du dich ja nur in die... Genau, in die aufteilst.
Kampf. Ich benutze es jetzt. Einfach mal reinrennen und alles niedermetzeln, was mir irgendwie über den Weg läuft. Ah, jetzt haben wir 6 Stück von dem. 5. 4. 3. Okay, es ist einfacher, als ich gedacht hätte. Nein, nein. Nein. Au. Hallo. Au. Ach, er hat Leben gedroppt. Jetzt nur noch die Maden. Das Blöde ist, mit den Lasern kann man so schlecht zielen, habe ich so das Gefühl. Cat on 9, Tails. Gut, das ist jetzt echt nützlich für uns, dass unsere Schüsse schneller fliegen. Ich habe jetzt übrigens herausgefunden, das ist gar kein Tears-Up, wie ich immer gedacht habe. Das sorgt dafür, dass unsere Tränen einfach schneller fliegen, nicht dass wir häufiger feuern. Oh, ja. Und auch noch die schnellen. Oh ja, oh, meine. Naja, ich will jetzt nicht sagen Lieblingsgegner, aber zumindest ein ziemlich verhasste Gegner von mir. So. Oh. Und die richten auch noch ein ganzes Herz Schaden an. Alter, übertreib's nicht. Naja, wir haben es immerhin in die Caves 2 geschafft. Das ist ja mal wieder eine akzeptable Runde gewesen. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass das keine 15 Minuten sind. Naja, ich werde es ja gleich sehen. Ich glaube, ich nehme jetzt noch 2 oder 3 Folgen auf und dann gucke ich mal. Und das interessiert euch nicht im geringsten, aber ich labere einfach weiter. Ciao.